Bei Umarmung. Ja, liebe Zuschauerinnen weltweit, die am Samstagabend immer sich danach sehnen, mal wieder eine neue Ausgabe des Samstalks miterleben zu können. Da sind wir wieder, jeden Samstag 20:15 Uhr. Überschrift der Veranstaltung, wie immer: Wir tauchen aus dem Strom des Lebens auf, um die Verantwortungsfrage zu stellen. Und wer nicht nur Mündliches haben will, wir haben auch den Versuch laufen, ein erstes echtes freie Argumentekulturforum auf die Beine zu stellen, ein korruptionsbefreites Forum bzw. Austauschbühne, während andere, wie ihr wisst, wie Assange und Snowden in Knast oder Exil für solche Informationsoffenheit sitzen. Genau, wir versuchen uns auch an solchen Experimenten. Und ja, wir machen das hier in der Form des Redekreises und sogar in der Form, dass nicht nur, wenn jemand seinen Staffelstab des Sprechens bekommt, dass er an einem Stück, sondern dass er 5 Minuten oder so ist es, glaube ich, jeder hat. Und er kann auch unterbrochen werden, dann sagt jemand da Wechselwunsch, dann kann er nach 20 Sekunden oder so auch zu Wort kommen. Und dadurch machen wir das ein bisschen gelockerter oder wechselhafter, die Form des Redekreises. Und ja, das zu Einstieg und Form. Genau, ich sage später dann was über meinen aktuellen Stand. Ich gebe jetzt erstmal dann für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dillen. Ja, und ich hoffe, du siehst die Bilder, das Bild. Also ich wäre heute mal ganz anders als in den letzten beiden Sendungen, euch mal voll zustimmen. Auch dem, was Tipps, glaube ich, heißt, der beim letzten Mal gesagt hat, werde ich einfach mal zustimmen und dieselbe Position einnehmen und dann aber auch Fragen dazu stellen. Und dann nur ganz kurz vorab ein paar Bildchen hier. Es gibt immer noch kein gutes Foto von unserem Buch, denn da die Schrift ganz kristallklar ist, sieht das natürlich ganz edel aus und hier ist die Schrift so verschwommen. Öffi, du siehst es wahrscheinlich, es sieht halt nicht schön aus, weil die Schrift so verzerrt ist und so verschwommen, aber sonst sieht es ganz edel und dezent, aber edel aus. Ja, und ja, das sind ja die üblichen Bilder hier. Genau, wer will, kann das natürlich auch in der letzten Sendung noch mal in Ruhe anschauen. Und wieso ist da noch ein Buchbild hingekommen? Wo kommst du denn her? Du hast da gar nichts zu suchen. Na gut, das muss ich bei Gelegenheit korrigieren. Und das sind die Sparten. Ja, die Sparten, die werde ich heute mal auch auflassen. Ja, diese Sparten hier zum Beispiel. Ja, und ich fange also an, indem ich einfach mal allem zustimme. Also, erstens, es geht uns allen, ja, wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Es geht darum, die Menschen irgendwie zu verantwortlichem Handeln zu bringen. Zum Beispiel Öffi mit der Idee, die Menschen mögen sich ein Beispiel an den Körperzellen nehmen und sich quasi gegenüber der Welt so verhalten wie die Körperzelle gegenüber dem Restorganismus, nämlich relativ selbstlos oder positiv so. Und wir sagen, nee, das ist bei einem egoistischen, gesund egoistischen Säugetier nicht so ohne weiteres möglich. Wir brauchen die zwei Zwangssysteme, die in der Evolution denkbar sind. Und das eine ist das Schenker-Bonobo-kommunistische Zwangskonzept der Gruppenfamilie, in dem quasi es nicht möglich ist, unverantwortlich zu handeln, um seinem Egoismus zu dienen, sondern man kann nur verantwortungsbewusst handeln als Bonobo-Mann. Nur durch das verantwortungsbewusste Handeln kann man auch seinem Egoismus bestmöglich dienen. Und genauso ist auch die davon abgeleitete Gemeinwohlwirtschaft GG-Kombi, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, GG-Kombi kurz oder GGK abgeleitet, nämlich dass nur wer
Verantwortung für das Wohlergehen, für das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner übernimmt, wer also Verantwortung für das Wohlergehen der Mitmenschen übernimmt, der wird auch mit gutem Geld bei uns belohnt. So, und jetzt stimme ich also mal zu, dass ich eben sage, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt wirklich die Menschenrechte, die ja in der Welt eigentlich niemand richtig ernst nimmt, zum Glück sage ich normalerweise, wir nehmen die jetzt mal total ernst. Wir helfen jetzt mal total den Schwachen, den weniger Arbeitsfähigen, den oft Arbeitslosen und so weiter und gucken einfach mal, was dann passiert. Ja? Wir gucken einfach mal dahin, was dann passiert, wenn wir das mal rückhaltlos machen. Wir müssen ja, um den Schwachen zu helfen, müssen wir natürlich etwas von den reicheren, leistungsfähigeren Unternehmern, Arbeitsplätze schaffern und so weiter wegnehmen. Also wir müssen denen quasi etwas wegnehmen, den Schwachen viel geben und so weiter. Und jetzt ist die erste Frage, die ich stelle, bekommen dann nicht zum Beispiel gerade die weniger Fähigen 1000 Kinder, die Fähigen vielleicht nur noch 100 Kinder? Und was wird dann also die Zukunft sein? Ja? Wie wird die Zukunft sein, sozusagen auch die Frage ist, die sich ja als erstes stellt, wir wollen ja insgesamt, da sind wir uns vielleicht auch wieder einig, die Glücksmenge der Menschheit mehren. Und da wird dann die Frage sein, können wir das damit machen? Also ich stelle jetzt erstmal schon diese Frage. Wenn wir jetzt mal konsequent sagen, wir machen folgende Tipps, Empfehlungen und sagen jetzt einfach mal, na gut, irgendwo sind die Schwachen die wichtigeren Menschen und um die kümmern wir uns jetzt. Und kümmern uns total gut darin. Und was werden dann die Folgen sein? Fragezeichen. Ich gebe das mal erst so weit weiter. Wechsel? Ja, Janik. Ja, Wechsel 0. Ja. Und zwar, es geht bei uns ja gar nicht darum, Schwäche zu fördern. Also wenn man die Schwachen fördert, heißt das nicht, dass nur die Schwächen fördert. Also unser Ansatz ist ja, sag ich mal, möglichst die Gesamtverantwortlichkeit zu mehren für eine gesamtverantwortlich nachhaltige Welt. Und je mehr wir das tun, selber vorleben und das auch bei anderen Menschen fördern, die da vielleicht Schwierigkeiten mit haben, desto besser, desto verantwortlicher werden auch die Folgen sein. Also ein Mensch, der verantwortlicher lebt, der kann auch diese Verantwortungseinstellung dann auch seinen Mitmenschen oder seinen Kindern, leiblich oder nicht leiblich, wie auch immer, wir denken ja Menschheit familiär und nicht so sehr in Verwandtschaft weitergeben. Und insofern geht es nicht darum, jetzt sozusagen etwas Falsches zu fördern, sondern schon das richtige, verantwortliche Verhalten. Genau. Wechsel. Ja, Wechsel 1, wenn es allen genehm ist. Ja. Also ich leite erstmal ein für euch, liebe Zuschauer. Mein Stand der Dinge ist so, dass ich nach wie vor, obwohl ich damit eigentlich schon fertig sein wollte, vor einigen Wochen, auch mit einer Buchproduktion beschäftigt bin. Gandhi 21.0 kann ganzheitlicher Frieden uns retten oder das 21. Jahrhundert retten. Genau, die nach 30 Jahren Feldforschung weiter ausgearbeitete Fassung meiner Diplomarbeit über Gandhi und Lebensformen, die das versuchten aufzugreifen. Habe ich immer noch nicht in Händen, wird im Laufe der nächsten Woche wohl sein. Ich hoffe, ich kann euch dann da mehr auch dann vorlegen. Online soll es schon sein.
Darüber hinaus bin ich natürlich immer mit dem Vorleben beschäftigt, weil ich bin der Ansicht, es bringt wenig, etwas in Texten oder Talkshows und wie auch immer zu verkünden, wenn es nicht gefüllt ist mit Lebenssubstanz, auch aus meiner Sicht gemeinschaftlicher und systemischer Lebenssubstanz. Wechselwunsch. Und deshalb bin ich hier im Projekt, in einem Kommuneprojekt Ganzheitliche Bildungswerkstatt Lidytopia in Hessen und bin mit Kopf und Herz auch dabei zu schauen, wie die Projekte in Berlin, wo der Janik die Regie führt, das Widerstandszeltcamp gegen das Korruptionssystem und unsere anderen Freiheitsreservate, wie die sich möglichst entwickeln oder überhaupt über Wasser halten können. Genau. Bevor ich auf die Dinge, die den Sachverhalt eingehe, mit dem Schenken und so und den Körperzellen, gebe ich jetzt erstmal an ihn. Ja, Wechsel 2. Ja, also das heißt, ich habe so ein bisschen aus Janniks Wortmeldung entnommen, dass der Tipps da doch eine nicht unbedingt die volle Schenkerlinie vertreten hat, indem er so quasi so plädiert hat dafür, ja, alle Regeln, die existieren, sind die von Starken und die anderen die von Schwachen, wobei diese Regeln ja nicht nur von den Starken aufgestellt wurden, sondern von den höchstens durch die Starken manipulierten zu demokratischen Mehrheitsentscheidungen, die sagen wir, die demokratische Mehrheit will, dass Eigentum unverrückbar bleibt und womit dann seine Überlegungen natürlich verfassungsfeindlich waren, weil er ja quasi sagen wollte, ich will, dass wir, obwohl die Mehrheit, die demokratische Mehrheit Eigentum will ich, dass wir das auflösen oder wieder abschaffen und so weiter. Habe ich das richtig verstanden, dass er da nicht ganz eure Linie eigentlich so ganz genau wiedergegeben hat, sondern eher auch seine private Meinung? Wechsel? Ja, Wechsel 1, wenn gewollt. Ja. Nee, das passt alles schon zusammen und das erklärt sich jetzt ein Stück weit auch, wenn ich nochmal, also gerne das, was vielleicht auch Übereinstimmung sein könnte, beschreibe. Wir glauben, dass der Mensch imstande ist, ganz egal, wie man das auch genetisch und sozialforscherisch so beschreiben und erklären will. Wir glauben und leben hoffentlich selbst auch als beweisendes Beispiel vor, dass der Mensch nach seiner Vernunft gehen kann. Und die Vernunft möchte möglichst sinnvoll leben, und zwar nicht nur um die nächste Ecke, sondern so weit wie Sinn konstruiert werden kann. Also am besten ist dann für so einen sinnstrebenden Menschen global denken, lokal handeln. Für uns braucht es da für solche Menschen, die diese innere Vernunftkraft oder Kraft ihrer Vernunftseele und den damit entstehenden Einheitsrausch mit der kosmischen Sinnordnung, also die Menschen, die das in sich wachrufen können, brauchen keine anderen Zwangsmechanismen außer dem in Anführungszeichen Zwang des besseren oder überzeugenderen Arguments. Also der einzige Zwang, der da in dem Sinne existiert, ist der Zwang der Logik. Wechselwunsch. Vernunft und Logik. Und es reicht uns bei all den anderen Konzepten, auch den Konzepten, die Dylan da sonst so hat, und früher haben wir das ja auch als Mehrschienigkeit beschrieben, es reicht uns, wenn die anderen Konzepte, die sagen, nein, der Mensch kann nicht so einfach auf Vernunftverantwortung umschalten, wenn sie das zumindest zulassen, dass die, die sagen, wir wollen das und wir möchten beweisen können, dass wir das auch schaffen, wo das nicht ausgeschlossen oder behindert wird. Das ist unser Punkt. Dann kann das Kooperation zwischen verschiedenen Wegen sein, wie man diese Vernünftigkeit und Verantwortlichkeit und Schadensbegrenzung anstreben kann. Dann kann das sich so auf mehreren Schienen miteinander gut entfalten. Und dieses Bild ist dann richtig, was der Dylan gesagt hat. Wechselwunsch also war gewesen, also Ende. Ach so, okay. Ja, dann gebe ich erstmal wieder. Ja. Wechsel 2, ja, genau, richtig. Ja, also das heißt also sozusagen, was ich vorhin gesagt habe, du sagst jetzt einerseits ist das von, was Tipps gesagt hat, schon okay,
Aber jetzt bin ich jetzt verunsichert, eben weil, wie gesagt, so was der Tipps vorgeschlagen hat, ist im Prinzip eine Welt oder eine Zukunft, in der eventuell die weniger Fähigen, was das Arbeitsleben und so weiter anbetrifft, eventuell mehr Kinder bekommen. Jetzt erinnere ich mich dunkel, dass du mal was von verantwortlicher Geburtenregelung auch gesagt hattest. Aber ist denn meine Einschätzung, dass wenn ich einfach sozusagen nach den Menschenrechten gebe und damit also quasi jedem, der geboren ist, also letztendlich das Recht gebe, dass er einen Anspruch auf ein Stück Land dieser Erde hat, jedem, der geboren ist, dann ist es ja total erfolgversprechend, ganz viele Kinder in die Welt zu setzen, weil man dann Landeigentümer wird und so weiter. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also ihr Wechsel wieder? Ja, Wechsel 1, ich kann es weiter erklären. Es löst sich dadurch auf, dass wir mit den anderen Mitmenschen eben auch, wie es die Menschenrechte, vor allem Artikel 1, ne, also in den Details der Menschenrechten kann man da auch manche Dinge finden, die jetzt nicht hundertprozentig stimmig sind, aber also Artikel 1 und damit der Grundansatz der Menschenrechte, der ist aus unserer Sicht auch in Einklang mit dem Naturrecht und in Einklang mit dem, was Schenker-Bewegung auch seit Beginn will. Und dieser Satz heißt eben, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt, und sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit, man kann auch sagen Geschwisterlichkeit, begegnen. Und dann ist es eine Sache des Weges. Also wir sagen nicht, dass die Schwachen in ihrer Schwäche sein sollten, oder dass wir daran einen Kult der Schwäche aufziehen wollen. Sondern wir sagen, jeder Mensch muss so brüderlich, liebevoll, gewaltfrei abgeholt werden quasi, um ihn dahin zu führen, dann gemeinsam auch geschwisterlich zu planen, was für alle gut ist. Genau, war das das Ende der Zeit? Ja, okay. Ja, das ist jetzt das Ende des Kontos. Yannick hat noch Zeit ein bisschen. Okay, okay. Ja, Wechsel 0. Ich kann da eben auch noch mal kurz zu meiner Situation sagen. Ich bin ja eben jetzt direkt inhaltlich eingestiegen. Ja, ich bin hier in Berlin, mir geht's gut. Ich bin hier für unser Widerstandszeltcamp, Demokratie-Fürsorge-Camp. Und versuche hier, sag ich mal, auch weitere Leute zu finden, die eben für so einen nachhaltigen, gesamtverantwortlichen Ansatz mit dabei sein wollen. Und das noch zu meiner Situation und zum Inhaltlichen, da bin ich jetzt gerade, fehlt mir jetzt gerade der direkte Faden, deshalb gebe ich in die Runde, beziehungsweise eventuell auch in die nächste Runde vielleicht. Ne? Ja. Ja, ich schalte die Uhren um. Wechsel 2. Wechsel 2. Augenblick, habe ich alles richtig? Ja, ich glaube schon. Wechsel 2. Ja, also ich bin jetzt auch so nicht so sicher, aber ich sag mal, was wo wir naturwissenschaftlichen Denker uns natürlich Sorgen machen, ist, wenn ich diese Menschenrechte ernst nehme und mit gleichen Rechten und so weiter, das, ja, bei Tipps hat sich das so angehört, dass es quasi bedeutet, dass jedes Kind, dass das Land nicht dem Eigentümer und Käufer gehört, sondern dass eigentlich jeder Mensch ein Recht auf ein Stück dieser Erde hat, also wahrscheinlich dann ein gleiches Stück auf dieser Erde hat. Ja, Wechsel. Ja, Wechsel 1. Genau da ist der Punkt, wo das schon abweicht, auch aus unserer Sicht von dieser, ich nenne es mal Flexibilität, auch von Artikel 1 der Menschenrechte. Denn da gibt es gar keine Vorstellung von Besitz oder irgendwelchen Normen, die vorgeordnet sind zum geschwisterlichen Nachdenken, was für alle gut ist. Also nicht wieder solches Splitterdenken wie jeder hat ein Stück Land, damit kann er machen, was er will. Oder jeder kann was bezüglich seines Zeugungsverhaltens machen, was er will. Und irgendwann später kommt da vielleicht die Geschwisterlichkeit mit rein, dass man dann anfängt, gemeinsam zu planen, was für alle gut ist. Nein. Also diese Freiheit durch Vernunft und Gewissen und geschwisterlich miteinander umgehen, schließt eigentlich sofort wieder dieses individualistische Zersplittern aus
und sagt, wir sollten anfangen, nicht damit, dass jeder guckt, kriegt er ein Stück Land, sondern jeder ist Argumente gleichberechtigt und wir kommen in ein gemeinsames Nachdenken, wie eine Entwicklung, die für alle gut ist, laufen kann. Und die wird dann in erster Linie Kommune bedeuten, als Bewusstseins-, Kommunikations- und Planungsgemeinschaft. Ja. Nicht wie viel Quadratmeter, Wechselwunsch, sondern wo kann man miteinander jetzt in einen so freien und vernünftigen und verantwortlichen Austausch kommen, dass man als Gemeinschaft zum Wohle aller handlungsfähig wird. Orientierungs- und handlungsfähig. Okay, ich gebe erstmal was ab. Ja, das Wechsel 2. Ja, das klingt ja schon deutlich gemäßigter, als man das bei Tipps verstehen konnte. Ich habe es mir ja mehrfach angehört. Und da ist der Punkt natürlich, darüber sollten wir dann auch nochmal diskutieren, dass wir natürlich auch Bedenken haben, wie weit in diesem Konzept natürlich die Arbeitsteilung, ich Gemüsehändler, du Politiker, aufgehoben wird und quasi jeder Einzelne zum Politiker wird. Also das heißt, also ein Teil seiner Lebensaktivität, einen nennenswerten Teil auch für das Politische verwenden muss dann aber auch, und dass das eine Gesellschaft eventuell weniger leistungsfähig machen kann, denn die Arbeitsteilung ist ja gerade der Schlüssel dazu, dass die Staaten und die Länder so leistungsfähig geworden sind, weil eben jeder das macht, was er am besten kann, und wenn durch unsere Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung, der Politiker wirklich richtig motiviert ist und tatsächlich nur sich um das Wohlergehen, also volle Verantwortung für das Wohlergehen der Bewohner seines Bundeslandes übernimmt, dann sehe ich da ja auch überhaupt kein Problem mehr in dieser Arbeitsteilung. Übrigens wird das von vielen so gesehen, dass die Arbeitsteilung, die Abschaffung der Arbeitsteilung durch so eine Basisdemokratie ein Riesenproblem ist, weil es eben zur Ineffizienz bedeuten könnte. Aber ich schließe nochmal den Gedanken erst ab, was eben mögliche Folgen wären von dem, was ich aus Tipps Worten herausgenommen hatte, nämlich dass da natürlich die Fähigeren sehr, sehr dazu neigen würden, abzuwandern oder über die Mauer zu flüchten sozusagen, dass dadurch dann aber auch die militärische Wehrfähigkeit sinken würde, das Schicksal, also auch wenn wir uns vorstellen, wenn die Menschheit insgesamt so weniger leistungsfähig würde und ein Angriff von Aliens stattfinden würde, die dann eben nicht solche Bremsen des Fähigen in ihrer Evolution hatten, dann sind die uns vielleicht wirklich militärtechnisch überlegen und machen uns platt und plündern den Planeten und so weiter. Also ich sehe, aber abschließend nochmal zu diesem Thema, für uns ist immer die Frage, was ist daran schlecht, wenn Fähige glücklich sind, und was ist besser daran, wenn weniger Fähige glücklich sind? Ich will doch die Summe des Glücks mehren. Wenn ich aber das Glück der weniger Fähigen mehre, was natürlich verständlich ist, wenn jemand selber zu den weniger Fähigen gehört, dass er aus seinem egoistischen Interesse natürlich dafür plädiert, ja, dass jetzt die weniger Fähigen großzügig unterstützt werden. Aber für das Glückshaushalt der Menschheit sehe ich es so, je mehr, wenn wir das Glück der Fähigen genauso wertvoll sehen wie das Glück der weniger Fähigen, dann ist aber das Glück der Fähigen deswegen nachhaltiger, weil dann nicht zum Beispiel ein Erobertwerden kommt, wie bei den Indianern, Indios, dem Irak und der Ukraine gerade kommt, was nämlich das Risiko bei den weniger Fähigen ist, dass die sich irgendwann gar nicht verteidigen können und dann sehr leidvoll abgeschlachtet werden können, und dann ist die Summe des Glücks plötzlich eher im Minusbereich. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, gebe ich das noch mal zurück in die Runde, was ihr da sagt. Wie gesagt, ob ich da Tipps falsch verstanden habe, Wechsel. Ja, also wenn Yannick nicht piept, mache ich weiter, Wechsel 1. Also ich glaube, da sind so Gegeneinandervorstellungen drin, die sich völlig aufheben, wenn die Menschen als Vernunftgemeinschaft nach dem Wohl des Ganzen denken und handeln wollen. Und ich nehme mal noch das Bild erstmal auch, das Grundbild, was du, Dylan, ja auch über unsere Vorstellung des Schenkens beschrieben hast, nämlich wie die Zelle im Organismus. Du hast gemeint, das ist dann sehr selbstlos. Und ich sage, das eigene Glück oder Streben nach der Selbsterfüllung
und das Streben nach dem Wohl des Organismus werden zu einer untrennbaren Einheit. Das heißt, es gibt für die einzelne Zelle keine Form, glücklicher zu werden, in Abtrennung oder gegen das Wohl des Organismus. Es gibt nichts, was dann eben selbstsüchtiger oder selbstbeglückender sein könnte. Und genauso ist es umgekehrt. Der Gesamtorganismus hat keine Form von Glückserfüllung, die er finden könnte, die gegen die berechtigte Teilhabe der einzelnen Zellen geht. Das kann zwar sogar einschließen, also wie bei den weißen Blutkörperchen, die wegen ihrer inneren DNA, also ihrem Zellprogramm, voll gleichzeitig ihr eigenes Glück und das Wohl des Gesamtorganismus zusammengeschaltet haben, sozusagen, dass die im Kampf gegen Krankheitserreger mit ausgeschieden werden. Und trotzdem, wenn man so eine Zelle fragen könnte, und man würde sie fragen, hast du jetzt einen Zweifel, dass der Organismus dich vielleicht hier irgendwie schlechter behandelt oder misshandelt oder ausnutzt oder so, dann wird die Zelle sagen, nein, ich weiß, dass wir alle nach diesem Gesamtwohlprogramm handeln, das uns gleichzeitig als einziges auch glücklich machen kann. Und ich kann voll darauf vertrauen, dass der Organismus alles täte, was mir eben mehr Glück bringen könnte, wenn es nicht unverzichtbar notwendig ist für das Wohl und die Erhaltung des Organismus. Wechselwunsch. Das heißt also, ich sage das auch immer gerne im Bild, verstehen wir uns wie Zellen oder Organe in einem Organismus, dann wird der kleine Finger wissen, dass er in der Schocksituation eines Unfalls weniger gut durchblutet wird. Aber er wird genauso wissen, dass auch wenn er nicht das Hirn ist, er nicht in irgendeiner Weise diskriminiert wird oder schlecht behandelt wird. Alles, was möglich ist, es auch dem kleinen Finger gut gehen zu lassen, wird der Organismus verwirklichen. Okay, dann sind wir an diesem Punkt. Das andere mit den Schwächeren und den Stärkeren erkläre ich dann im nächsten Beitrag. So, Wechsel 2. Ja gut, also wie gesagt, in der letzten Sendung habe ich ja auch schon deutlich zu vielen Dingen Stellung genommen, aber jetzt will ich nochmal den entscheidenden neuen Punkt aus der Anhörung der letzten Sendung machen. Das ganze Schenker-Konzept, aber auch alle anderen alternativen Konzepte, die so ja fast viele Ähnlichkeiten haben dazu, setzen so etwas voraus, was ich am Beispiel eines Zeugen Jehovas, mit dem ich konferiert habe, deutlich machen will. Nämlich die Vorstellung, man könne sich nicht selbst täuschen. Es gebe keine Selbsttäuschungsfähigkeit des Menschen. Und sozusagen er nämlich hat geglaubt, dass die Zeugen Jehovas sowieso in ihren Taten ausschließlich Nächstenliebe praktizieren, während ich ganz sicher bin, dass die Zeugen Jehovas in ihrer Berufsausübung im Rahmen des Kapitalismus ganz genauso auch Profite auf Kosten der Mitmenschen machen und durch auf Basis der Schädigung der Mitmenschen machen, es nur nicht bemerken, weil eben die Zentralirrtümer, die sie im Kopf haben, ihnen sozusagen den Blick darauf vernebeln, weil der Zentralirrtum bedeutet ja, so hat ja die Funktion einer Rationalisierung oder einer Ausrede, einer Rechtfertigung, sodass derjenige glaubt, der Zeuge Jehovas glaubt, er würde Nächstenliebe praktizieren, faktisch aber zockt er die Menschen ab, ohne dass es ihm bewusst ist, also nicht bewusst sozusagen. Und ich selbst habe ja auch erlebt, ich habe ja meine Praxis nur aus einem Grunde geschlossen, weil ich mir selbst nicht getraut habe. Mir war klar, solange ich einen Bezahlungsschlüssel habe, in dem die Verlängerung einer Therapie mir mehr Geld bringt, als die Abkürzung einer Therapie, kann ich mir nicht trauen. Ich muss Angst vor mir selber haben, denn mein Gesamtorganismus wird immer dazu neigen, plötzlich einen Zentralirrtum für Wahrheit zu halten, der die Therapie verlängert, zum Schaden des Patienten und zu meinem Nutzen. Ja, und das ist das, was die Schenker aus meiner Sicht zu wenig haben, nämlich dass sie zu wenig Angst davor haben, dass sie sich selbst ja gar nicht trauen können in ihrem Urteil, sie würden nicht egoistisch und nicht im Sinne einer gesunden Gier handeln. Wechsel? Ja, gerne Wechsel 1 dann. Also erstmal
Dylan, deine Vorstellung, dass unsere Auffassung organischen Schenken so verbreitet wäre, auch bei alternativen Bewegungen, da empfehle ich mal in Wikipedia in den Artikel über Schenkökonomie zu schauen. Habe ich schon ganz gelesen, ja. Wo man feststellen wird, dass sogar da, auch bei der Beschreibung der Philosophen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, diese Vorstellung des organischen Schenkens so gut wie gar nicht vorkommt. Sondern immer nur diese Schacherei ist vielleicht doch, also bei dem, was die Menschen tun, irgendwas, was sie für sich erwarten, irgendein Dank oder so. Und dann ist es ja eigentlich gar kein richtiges Geschenk mehr und dann passt das alles nicht. Reiner Quatsch mit dieser ständigen Splitter gegenüber Rechnerei. Und das organische Schenken, wie ich es erklärt habe, kommt nicht vor. Also irgendjemand könnte das ja mal, wenn er schlau ist, weil immerhin wird mein Wikipedia-Artikel, also ich als Vertreter von Schenkökonomie, damit einsortiert. Und das haben irgendwelche Admins da so hingebogen. Ach so, piep, 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 piep. Tut mir leid, ich habe es übersehen. Es ist schon wieder zu Ende, ja. Was ist denn? Ja, deine Zeit. Ich habe nur geschlafen im Moment. Ah, okay. Ja, dann mache ich es in der nächsten Runde. Ja, genau, nächste Runde. Janik hat noch. Oder gibst du weiter in die nächste Runde? Ach, ich gebe weiter. Nee, nicht so. Also, dann können wir ja da praktisch jetzt mal weitermachen. Ach so, ich habe es jetzt nur vergessen, dass ich noch 12 Sekunden hatte, aber gut, die sind jetzt auch nicht so zentral. Öffi, willst du gerade noch deinen Satz zu Ende machen jetzt? Also ich wollte ja einen Faden machen als Antwort auf das, was du gesagt hast. Ne? Also ja, so mach den noch, mach mal weiter jetzt dann. Ne? Ja. Also das eine war das organische Schenken, ne, kommt im Wikipedia-Artikel nicht richtig vor. Ich bin da noch nicht mal mit erwähnt als Vertreter von Schenker, der das vertritt, dass der Standpunkt dann so mit in den Artikel integriert würde. Also ich muss dem widersprechen. Diese Vorstellung des organischen Schenkens... Wechselwunsch. Genauso wie insgesamt die Inhalte von Schenkerbewegung findest du so in der Form, also auch mit dem systemischen Wechsel raus aus Staats- und Geldsystem und so und diese Freiheitskommunen, findest du so gut wie nicht. Leider. Okay, gebe ich erstmal wieder an dich. Ja, diesen Artikel Schenkökonomie, der war eher unserer naturwissenschaftlichen Position insgesamt relativ nah. Das stimmt, also dass insofern war der eher uns nahe kommend. Ne? Aber jetzt gehe ich einfach mal noch ein Stück weiter. Also ich meine, wie gesagt, ich habe meine Bedenken jetzt geäußert, für die Zuschauer natürlich auch, dass eben dieser Selbsttäuschungsaspekt die große Gefahr ist, weswegen ich sage, erst wenn ich in einer Situation bin, in der ich sozusagen durch eine Gemeinwohlwirtschaft belohnt werde für das Gute und das Richtige tun, kann ich mir sicher sein, dass ich mich nicht selber austrickse mit nicht bewussten Zentralirrtümern, die in mir entstehen und die ich dann übersehe. Ja, Wechsel, gerne. Also Wechsel 1. Genau da sehe ich eben, dass du dir trotzdem nicht trauen kannst. Solange du den Zwang brauchst, um das Allgemeinwohl wirklich von Herzen zu befolgen, solange bist du nicht so vertrauenswürdig, egal in welchem Kontrollsystem, wie jemand, dessen eigenstes Motiv das geworden ist. Also ich kann einem Menschen natürlich dann umso mehr vertrauen, wenn dieses Ziel oder der Maßstab, der eingehalten werden soll, auch sein tiefstes und vollstes und vielleicht sogar einziges Bedürfnis ist, was er hat. Eine bessere Sicherheit kann man nicht haben. Und insofern sagen wir sind nicht vergleichbar, auch mit der Situation, die du hast. Ich kann voll verstehen, dass wenn du da als Psychotherapeut in der Gesellschaft arbeitest und stellst fest, du arbeitest in einem Wirtschaftssystem, wo wenn du auf Kosten deiner Klienten mehr verdienen kannst, und sei es zu ihrem Schaden, dass du dann einfach von dem Motiv geprägt bist, du willst mehr verdienen. Solange das möglichst viel Verdienen das Leitmotiv ist und nicht das Wohl, noch nicht mal des Klienten und nicht das Wohl der Welt, solange erzeugt das System diesen Misstrauensgrund. Völlig klar. Aber bei uns in Schenkerbewegung ist es ja so, dass wir, und zwar alle Menschen mitnehmend, auch die Armen und die Schwachen der Gesellschaft,
Wir sagen, der entscheidende Ausgangsschritt ist, zu dem wir einladen, wir gehen in dieses gemeinsame Nachdenken, die Identifizierung mit unserer Vernunft, um fürs Wohl des Ganzen zu planen. Wechselwunsch. Damit sind wir raus aus diesen Versuchungsmechanismen des Kapitalismus. Und wir können wirklich einfach gemeinsam so planen. Und wir haben andererseits trotzdem auch noch Misstrauen, auch gegenüber unserer eigenen Verführbarkeit oder eventuellen Willküreinbrüchen. Aber das sichern wir anders, nämlich durch sowas wie einen Schenker-Übungskonsens. Den erkläre ich beim nächsten Mal. Ja, Wechsel 2, ja, wie gesagt. Also ich bin der Meinung, dass man Säugetieren und Lebewesen nicht trauen kann, wenn große Ressourcengewinne locken durch Selbsttäuschung, dass dann Zentralirrtümer länger geglaubt werden als realistisch ist, einfach weil damit so viel Ressourcengewinn erzielt werden kann. Gut, aber ich gehe jetzt mal einfach noch mal ein Stück weiter. Ja? Die DDR war gegenüber dem Kapitalismus, hast du ja das letzte Mal auch gesagt, einfach nicht wettbewerbsfähig, aber du hast betont, dass es da doch schon erstaunliche gute Leistungen auch im Rahmen der Planwirtschaft gegeben hat. Aber das ist jetzt eben für uns naturwissenschaftliche Denker das entscheidende Argument. Wenn sie nicht konkurrenzfähig ist, ist sie nicht konkurrenzfähig und ab irgendeinem Punkt auch nicht mehr verteidigungsfähig, nicht mehr verteidigungsfähig und dann zum Untergang verurteilt. Es ist also, solange außenrum kapitalistische Staaten sind, ist es lebens- und überlebenswichtig, wirtschaftlich konkurrenzfähig zu sein. Wobei ihr dann vielleicht sagen würde, nee, die DDR kann sich ja auch ohne Waffen verteidigen, nämlich mit gewaltfreiem Widerstand oder so. Aber dahin zweifeln wir ja auch an. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Du übersiehst jetzt, wir sind nicht das DDR-System. Schenker-Bewegung sagt nicht, dass Menschen von einer diktatorischen Regierung zum Teilen miteinander und schon gar nicht natürlich auch zum gemeinsam vernünftig planenden Denken gezwungen werden können. Wenn man Menschen zum Teilen zwingen will, werden sie entweder faul oder korrupt oder jedenfalls viel zu sehr. Dass die DDR trotzdem sogar noch Patente entwickeln konnte, die sie in den Westen verkaufen konnte, also wirtschaftlich eine gewisse Leistungsfähigkeit hatte, die ausgenutzt werden konnte, ist ein Zeichen dafür, was den Menschen alles möglich ist. Aber das System, von dem wir sagen, dass es wirklich selbstbehauptungsfähig ist, oder sagen wir so, die Menschen, die innerlich davon überzeugt sind, gehen eher zugrunde, als dass sie davon abgehen. Und das ist eine ziemlich hohe Qualität, würde ich sagen. Wechselwunsch. Und dieses System ist das freiwillige, vernünftige Teilen aus Einsicht in die eigene Vernunftseele und die lebendige Verbundenheit mit dem kosmischen Geist oder dem kosmischen Organismus. Und das ist die höchste Motivation, die auch die meiste Power und meiste Sicherheit und Stabilität geben könnte. Ja, Wechsel 2. Ja, das habe ich ja verstanden, dass ihr das so seht, ne? Genau. Ich kann es halt nur nicht teilen, sozusagen, oder es überzeugt mich nicht. Aber jetzt wollte ich noch ein nächstes Beispiel reinbringen, weil ich habe ja die Sendung gründlich gesehen, mehrfach. Wenn jetzt ich noch mal ein bisschen auf den Tipps zurückgehe, dann habe ich da einen Alternativler, der wie ein junger Fuchs sozusagen in das Land eines Landeigentümers eindringt, nämlich eines erfahrenen, kampferprobten älteren Fuchses, ja. Und dieser junge Fuchs, wenn der jetzt nicht wirklich größere Fähigkeiten hat als der ältere Fuchs, dann wird eben da ganz brutal sozusagen ein blutiger Kampf stattfinden, im schlimmsten Falle, so wie bei den Löwen, zweifelsfalle tödlich, auch bei Gorillas manchmal tödlich verlaufend, ja. Ein brutaler Kampf laufen, darum, wer der Stärkere ist, und gerade das, davor schützt uns doch das Eigentumsrecht. Das schützt uns doch vor diesen brutalen Kämpfen. Ja, wobei ich in so einer brutalen Welt, wo wieder mit Gewalt ausgehandelt wird, wem was gehört, nicht leben möchte, sondern die eigentumsschützende Polizei ist ja gerade dafür zuständig, dass wir uns nicht prügeln müssen, die Füchse sich nicht prügeln müssen, die Gorillas und Löwen sich nicht prügeln müssen, sondern die Polizei einfach, wer was gekauft hat, der ist halt Territoriumsinhaber und sie sorgt dafür, dass das so bleibt. Wechsel?
Ja, Wechsel 1. Im Tierreich mag es so sein, dass die da mit körperlicher Stärke und brutalen Konkurrenz kämpfen, wer besser sich durchboxen kann und überleben kann, auch die Ressourcen verteilen müssen. Aber da sagen wir eben, hat der Mensch eine andere Qualität. Wir können Argumente statt Fäuste zum Orientierungsprinzip, Planungsprinzip, auch zur Verteilungsorientierung nehmen. Und das sollten wir auch tun, weil sonst wird es schief gehen. Denn wenn wir immer mehr Werkzeuge und Waffen mit dieser Intelligenz schaffen können, bis zur Atombombe, aber nicht es schaffen, dann eine argumentegeleitete Orientierung und Planung hinzukriegen, dann sind wir eben eine Fehlentwicklung. Wechselwunsch. Die Bombe wird explodieren. Und insofern, ich glaube, dass, und das ist auch der Sinn sogar, der in der New World Order und so gesehen wird, dass das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts ersetzt wird. Und wenn man das demokratisch haben will, dann muss es halt auch die Grundeinstellung der vernünftigen Bürger sein. Ja, Wechsel 2. Ja, wie gesagt, wie gesagt, überzeugt mich halt leider nicht. Ne? Aber jetzt noch mal ganz kurz zu Öffis Prozess, gell? Da kann ich mir schon vorstellen, dass auf der Richter gehört ja zu den Sparten innere Sicherheit. Und ich halte es für möglich, dass der Richter dir gegenüber bei seinem Urteil sozusagen seine eigenen Chancen, eine hübsche Assistentin zu bekommen, vergrößert, indem er ein Urteil fällen wird, das dich nicht entmutigt zu ähnlichen Aktionen wie diesem Kanzleramt, diesem pazifistischen Kanzleramtssturm, sondern dich eher ermutigt. Und genau das ist das Prinzip im Kapitalismus der Sparte innere Sicherheit. Polizei, Richter, Staatsanwälte haben eine Tendenz entwickelt, eher zu ermutigen zu Rechtsbrüchen, weil das ihre eigenen persönlichen Vorteilsnahmemöglichkeiten verbessert. Der Polizist kann aufsteigen, wenn mehr Polizistenstellen bewilligt werden und er vorgesetzter neuer Mitarbeiter wird. Und Wechselwunsch. der Richter, dessen Belohnung wird dann in erster Linie aus neuen hübschen Assistentinnen bestehen, die man dann zum Essen einladen kann und wo sich was ergibt und so weiter. Ne? Vielleicht auch eine Möglichkeit, Gene in die Zukunft weiterzugeben. Ne? Wechsel. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der Richter, wenn er so als Unmensch dasteht und den Turbo-Idealisten Öff mit seinem Versuch, im Korruptionssystem eine kleine korruptionsbefreite Kernzelle sozusagen mit einzubringen, wenn er den aburteilt, werden wahrscheinlich nicht so die sympathischsten, hübschesten Assistentinnen bei ihm Sturm laufen. Piep, piep, Wenn piep, er piep, da, piep. wenn, ja, beim nächsten Mal gerne weiter dann. Ja, nächste Runde. Ja, Wechsel 2. Ja, aber ich hab natürlich was anderes gemeint, dass aus unserer Sicht natürlich der Richter nur deswegen gegenüber dir milde gestimmt ist, weil er generell eine Grundhaltung der Ermutigung von Tätern durch bestimmte Zentralirrtümer in seinem Studium schon erworben hat und die dann automatisch zu der hübschen Assistentin führen, sozusagen. Aber gut, das ist jetzt wieder ein Unterschied, den wir da halt haben, ne? Und dann kann ich jetzt noch äußern und vielleicht kann ja der Janik gleich noch was dazu sagen. Also, ich lese mal vor. Das schaffen manche Alternativler noch zu erkennen, dass das Blutspenden gehypt wird von den Gesundheitssparten, damit die Blutegel, Gesundheitssparten, die Opfer aussaugen können und damit Profite machen können mit diesem freiwillig gespendeten Blut. Das ist nämlich auch nur ein Geldgeschäft. Da können bestimmt viele Alternativler noch mitgehen. Aber dass die Menschenrechte Zentralirrtümer und Erfindungen sind, um Massen an armer Kundschaft für Sozialsparten, Waffensparten, innere Sicherheitssparten, Gesundheitssparten, Diktatorenfreundesparten und anderen Sparten zu mehren, also das fällt eben den Alternativen total schwer zu erkennen. Dass auch die Menschenrechte, die ja, ich sage, zum Glück von den meisten überhaupt nicht befolgt werden und nicht ernst genommen werden, eben doch so eine Tendenz haben, die der Tipps eigentlich gut auf den Punkt gebracht hat, nämlich dass die große Sympathie zu den Schwachen ist, ne? Vielleicht kannst du, Janik, was zusagen, weil du hast ja noch ein bisschen Konto, ne? Du hast ja noch Zeit.
Ja, Wechsel 0. Ich würde jetzt nichts dazu sagen, weil ich da gedanklich gerade nicht tief genug Nee, aber drin der bin, Öffi kann ja um dann was zu sagen, wenn du in die nächste Runde gibst, ne? oder so, genau, ja, für die Genau. nächste Dann Runde. mache ich mal die neue Runde startklar. Und Öffi, willst du direkt darauf antworten? Kann ich machen, kann ich machen, ja. Ja. Ja, ich habe ja erstmal ein bisschen belustigt auch gesagt, ne, dass wenn der Richter sich so zum Unmensch macht gegen so einen Turbo-Idealisten, das wirkt ja auch nicht gerade besonders anheizend auf die netten Assistentin. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Und ich bin ja also gerne so ein kleiner Wahrsager, ne? Also Prophet für die Zukunft. Nicht in dem Sinne, dass ich weiß, was passieren wird, aber in dem Sinne, dass ich weiß, was der Logik der Argumente und der Logik der Sache nach eigentlich die logische Abfolge wäre. Und da hat der Richter eigentlich wenig Möglichkeiten in Zukunft mit mir dann, indem er mich weiter Rechtsbrüche machen lassen will, Vorteile zu bekommen. Also ich bin ja gespannt, ob es jetzt zu diesem Prozess kommt. Ich habe auf meine Antwort noch keine Antwort wieder bekommen. Und Wechselwunsch. das im Forum auch weiterverfolgen. Aber ich habe nicht das Bestreben, weitere Straftaten oder so zu begehen. Wenn der Richter mich nicht verurteilt, dann wird er vor meiner Erwartung stehen, dass man aus meiner Frage, ob meine Kritik der Korruption das Verbrechen ist oder die Korruption das Verbrechen ist, aus dieser Frage möchte ich einen Gesprächsfaden machen. Ich möchte die Einschaltung von Wissenschaftlern dies überprüfen und ich möchte das Zulassen von Experimenten der korruptionsbefreiten Lebensweise. Und das wird er beurteilen können dann, was davon zu halten ist. Ende. Ja, Wechsel 2. Ja, also wie gesagt, das ist, wir sind da natürlich immer noch, also ich bin noch nicht überzeugt von diesen alternativen Konzepten nach wie vor. Und jetzt will ich nochmal ansprechen, was ihr das letzte Mal auch angesprochen habt, dass ihr sagt, also dass viele Alternativler ja sozusagen auf Gaia Rücksicht nehmen, sozusagen irgendwie fordern. Wir Naturwissenschaftler sehen das ja als ein Zentralirrtum an, weil es Gaia nie gegeben hat. Es gibt einen Steinklumpen, einen bedeutungslosen Steinklumpen, der hier durch die Gegend fliegt, auf dem völlig bedeutungslose DNS-Moleküle verrückt spielen und Lebewesen erzeugen nach dem Gesetz von Mutation und Selektion. Aber es gibt keine Mutter Erde, es gibt all das sind reine Fantasiegebilde, die kein wirklich vernünftig wissenschaftlich ausgebildeter Mensch ernst nehmen kann. Das sind also sozusagen aus unserer Sicht ja esoterische Fantasievorstellungen. Und in der Natur ist es so, dass kein Lebewesen jemals, gucken wir uns doch die Säugetiere an, die nehmen ja normalerweise, außer bei den Bonobos, wo es ein Zwangssystem gibt, sozusagen nehmen die noch nicht mal Rücksicht auf ihre eigenen Artgenossen, sondern killen die im Zweifelsfalle höchst grausam. Die nehmen keine Rücksicht auf ihre Artgenossen und auf andere Arten. Wenn ich sehe, wie grausam eine Gepardenmutter gefangene Beutetiere noch foltern lässt von ihren Kindern, damit die endlich lernen, den richtigen Tötungsbiss nach und nach hinzukriegen und so weiter. Also wo überhaupt kein Gefühl für das Leiden der anderen Art besteht, sondern dass die andere Art wie ein Spielzeug betrachtet wird, als hätte das andere Lebewesen überhaupt keine Schmerzen. Und das ist eigentlich die Natur, ja. Und wenn ich jetzt von den Menschen wünsche, dass sie sich entwickeln mögen und mit dem Leid anderer Arten, nicht nur mit dem Leid der eigenen Artgenossen, Mitgefühl zu haben, sondern auch mit dem Leid aller anderen Arten, am Ende vielleicht sogar auch mit den Pflanzen und anderen Dingen, dann komme ich eben in aus unserer Sicht, in eine Selbsthemmung rein, die dann auch wieder zu einer wirtschaftlich nicht wettbewerbsfähigen Land oder Welt führt. Ja, wie könnt ihr da widersprechen? Wechsel? Ja, Wechsel 1.
Da greife ich mal zurück auf das, was du vorher schon mal gesagt hast. Also wenn jetzt Leute sich so verhalten wie die Schenker, so hast du gemeint, dann könnten die so wehrlos werden, dass spätestens, wenn dann irgendwelche kampfbereiten Aliens kommen und die sind halt durchsetzungsfähiger, militärisch durchsetzungsfähiger, dann werden wir platt gemacht. Ich habe im Ansatz schon gesagt, dass diese Logik, wir kämpfen mit den Fäusten oder mit den Waffen, ne, mit den Bomben, spätestens bei den Atombomben oder so ein Level erreicht, also ein Level von Intelligenzwesen, die die Waffen herstellen können, wo dieses gegeneinander hauen oder Bomben werfen nicht mehr sinnvoll ist als Auslese- oder Fortschrittsprinzip, sondern wo dann eine vernünftige gemeinsame Steuerung durch die besseren Argumente das sinnvoll ist. Und insofern, also ich kann natürlich auch nicht ausschließen, dass wir schon die künstlichen Intelligenzen hier auf der Erde, so wie die Menschen im Moment da alles programmieren wollen, nämlich eher zu Killerrobotern, Robotern für Militäreinsätze, statt für verantwortliche Zukunftsplaner. Also ich kann nicht ausschließen, dass sowohl die künstlichen Intelligenzen, also ich kann auch nicht mal ausschließen, dass die jetzigen Menschen, die da an den Steuerrudern sitzen, eher nur Killerwaffen herstellen wollen als verantwortliche Zukunftsplanung. Ich kann nicht ausschließen, dass sie künstliche Intelligenzen so programmieren. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass Aliens, die von außen kommen, so programmiert sind. Aber das ist kein Konzept. Und ich sag mal so, wenn wir Schenker hingehen und sagen, wir sind jetzt Wesen geworden durch unsere Vernunfteinsicht, wir möchten, dass die Steuerung des Gesamtgeschehens nach den besten Argumenten zum Wohle aller verläuft, für so eine Fortschrittsentwicklung, dann hätten weder vernünftige Menschen noch verantwortlich programmierte KIs hier auf der Erde noch Aliens von außen einen Grund, irgendwie gegen uns zu kämpfen oder uns auszurotten oder Bomben zu schmeißen, sondern sie könnten sagen, okay, mit euch lässt sich vernünftig reden und planen, was für alle gut ist, euch können wir einfach als Koexistenz akzeptieren. Ja, Wechsel 2. Ja, eben, das ist eben für mich, ist es so, der einzige Unterschied zwischen den Aliens, also die Aliens leben ja in dem gleichen Universum wie wir. Und es ist nicht zu erwarten, dass das ist wirklich irgendwo nennenswert ältere Sonnensysteme gibt, in denen schon sozusagen eine länger laufende Evolution zu größeren Gehirnen geführt hat. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, denn alles braucht auch in einem Universum seine Zeit und es kann gut sein, dass Aliens und wir uns eigentlich, wenn wir nicht den Fehler machen, auf Menschenrechte zu hören oder auf Tipps zu hören, wenn die Aliens auch nur irgendwie sehr stark darauf achten, dass die Erfolgreichen bei ihnen die Kinder bekommen haben, dann können sie einen technologischen Riesenvorsprung vor der Menschheit entwickelt haben und nur dann werden sie uns, so ähnlich wie wir die Indianer als wilde Tiere, genau genommen haben wir die Indianer behandelt, als wären das wilde Affen, die man einfach mal so abschlachten darf. Ne? Und genauso würden uns dann die Aliens auch sehen, wilde Primitive, die man abschlachten kann. Und das einfach nur, weil sie eben dafür gesorgt haben, dass die Erfolgreichen die Kinder kriegen und wir alles dafür getan haben, mit Hilfe auch der Menschenrechte, dass eben die Erfolgreichen nicht die Hauptmenge der Kinder bekommen haben, sondern die weniger Erfolgreichen. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Ich halte das für sehr unrealistisch. Also egal, auch wenn jemand zu mir kommen würde, ein Mensch, eine künstliche Intelligenz oder ein Alien, und ist mir wer weiß wie überlegen. Und die Überlegenheit bedeutet, also wie es ja schon in den Algorithmen jetzt drin steckt, ne, dass dieses Wesen fähig ist, die intelligenteste Lösung für Probleme sich auszudenken und zu verwirklichen. Das heißt, der geht nach Argumenten, nicht nach dummem Egoismus oder irgendwelchen Splittermotiven, die nur um die nächste Ecke reichen und nicht weiter. Sondern die Logik wird sein, vernünftig beste Argumente für langfristige Planung und langfristigen Erfolg. Wechselwunsch. Wenn dieses Wesen so eingestellt ist und trifft auf mich und ich sage, ich bin für diese Orientierung. Wenn ich nicht so viel dazu beitragen kann, dann wünsche ich dir Glück, ne, dass du da viel besser das oder auf höherem Level das machst. Aber ich stehe da 0,0 gegen, sondern ich bin damit solidarisch, dass wir diese vernünftige, langfristig sinnvolle Steuerung haben.
dann muss dieses Wesen mich gar nicht ausrotten und gegen mich kämpfen in irgendeiner primitiven Weise, sondern wir können uns Hand und Schraube reichen und uns freuen an dieser vernünftigen, langfristig nachhaltigen Entwicklung. Piep, piep, piep. Ja, das ist also auch bei dir jetzt die Zeit zu Ende. Wechsel 2. Ja, wie gesagt, du hast jetzt eben quasi so vorausgesetzt, dass die dann gleich so intelligent sind, dass sie schon nur noch nach Vernunftgründen gehen. Aber ich stelle mir das so vor, dass die gerade mal technologisch, waffentechnisch einfach uns weit überlegen sind, aber ansonsten genauso bescheuert sind wie im Moment die Russen, die Ukrainer und all die anderen, die sich eben die Köpfe einschlagen und genauso bescheuert wie wir waren als Europäer, als wir die Indianer abgeschlachtet haben und die Indios abgeschlachtet haben. Also da sehe ich also, wie gesagt, große Probleme. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Thema, nämlich die DDR. Du hast ja gesagt, ja, die DDR, da war das halt das Zwangssystem, gegen das vielleicht Menschen so im Sinne der Reaktanz, die man ja aus der Psychologie kennt, das Trotzverhalten, dann gerade erst recht das dann nicht wollten. Und wenn sie es freiwillig bei den Schenkern machen sozusagen, dass sie dann ja keinen Widerstand dagegen haben oder keine Reaktanzerscheinung dagegen haben, sondern das aus ihrem freiheitlichen Entscheidung machen. Aber auch das, wie gesagt, habe ich ja, es überzeugt mich einfach nicht, weil ich eben einfach es nicht für möglich halte, dass das eine größere Zahl an Menschen dann tatsächlich tun wird, ja. Und ja, und dann noch einmal auch zu der Basisdemokratie, vielleicht kann ja der Janik da gleich was dazu sagen, dass ich eben nach wie vor die Sorge habe, dass bei den Schenkern zu viel Basisdemokratie wäre, um eine konkurrenz- und wettbewerbsfähige und am Ende verteidigungsfähige Gesellschaft aufzubauen, denn wir wollen ja in dem in unserem, wir nennen es jetzt ja ganz klar unser, na, ich, mir fällt immer das, unser Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde, des 194. UNO-Staates, das ist ja unser Ziel sozusagen, dass wir sozusagen etwas machen, was dann aber auch überlebensfähig ist und nicht wehrfähig ist. Und jeder Staat, ich sage es mal ganz deutlich, jedes Zukunftsmodell, das Basisdemokratie praktiziert, ist wirtschaftlich und militärtechnisch nicht mehr verteidigungsfähig gegen solchen angriffslustigen Dingen, die wir in der Welt haben. Ja, Janik, du hast noch Konto, darauf zu antworten? Ja, Wechsel 0. Also ich denke, dass da auch so eine Art von Paradoxon sein könnte, wenn man sagt, man möchte ein Gemeinwohlsystem haben, was aber trotzdem dann noch wirtschaftlich und wehrfähig und so weiter ist. Weil ich denke, dass da mitzuschwimmen in diesen Konkurrenzgeschichten dann gar nicht mehr der Kurs ist. Und dass dann eigentlich eher das dahin tendieren könnte, so wie Öffi das eben gesagt hat, dass die Einsicht bei den anderen entsteht, okay, die können ja friedlich koexistieren oder die können wir machen lassen, weil die wirklich langfristig schauen, vielleicht sogar bei den anderen sogar freiwillig die Einsicht kommt, ja, lasst uns die mal verteidigen mit unseren, obwohl die Gemeinwohl-Schenker-Leute, sage ich mal, selber gar nicht noch nicht einmal das jetzt direkt vielleicht sogar einfordern oder so, sondern vielleicht kommen die anderen von alleine sogar drauf, die sind uns so sympathisch und lass uns die einfach mal so als Experiment nebenher plätschern lassen. Genau, und das, denke ich, ist der kann ein fruchtbarer Kurs sein, weil sobald man nämlich auf einem Alternativkurs sagen würde, ich muss jetzt hier aber gemeinwohltechnisch
mich weiterentwickeln, aber gleichzeitig muss ich aber auch darauf achten, hier meine ganze Abwehrgeschichte und ich muss in die NATO und auch noch da konkurrenzfähig vielleicht. Dann sozusagen lebt man in so einem, oder kann das so eine Art von Paradoxon-Situation sein. Ja, Wechsel. Gibst du weiter in die nächste Runde? Ja. So, dann drücke ich mal hier. Drücken. Wechsel 2. Ja, also gerade zu dem, was du gesagt hast, Yannick, ich sehe natürlich da diese Paradoxie nicht, denn ich sehe das einfach, weil solange die Krankheit Kapitalismus noch auf der Welt ist, darf ich mich halt nicht schutzlos zeigen. Das ist so einfach, weil das alle, die sich schutzlos gezeigt haben, haben das mit ihrem Leben bezahlt. Na, irgendwann. Wechselwunsch. Ja, Wechselwunsch, ja. Und dann noch einmal, noch ganz bevor ich es wechselgebe, eigentlich gibt es ja nur ein Konzept und dagegen wühlen die Waffenspartler mit allen Kräften. Dass der UNO-Gedanke war ja einmal, wir nehmen die Grenzen, wie sie jetzt sind, ganz egal, welche früheren Vorgeschichten es gab, als absolut und damit kann es jetzt keinen Krieg mehr geben. Weil wenn jeder die Grenzen des anderen hundertprozentig respektiert, kann es keinen Krieg mehr geben. Und genau das haben ja die Waffenkonzerne Russlands geschafft, bei Putin in der Psyche zu verändern, dass er jetzt eben sagt, nee, er bezieht sich bei seinen Grenzen auf irgendwelche früheren oder anderen Gedankengänge und hat damit quasi das UNO-Konzept außer Kraft gesetzt. Wechsel, weil der Euphi hat ja gefragt. Ja, da steckt ein Fehler halt im Völkerrecht, der ja für vernünftige Leute auch sofort durchschaubar ist. Ne? Also wenn man die Menschenrechte vor allem Artikel 1 mal ernst nimmt, dann kann man natürlich nicht als vernünftig bezeichnen, irgendwelche gewaltsam oder unterdrückerisch aufgerichteten Grenzen jetzt festzulegen für alle Zeiten. Außerdem hat der chinesische Botschafter vor kurzem noch gesagt, wenn man das jetzt mal ernst nehmen würde, dann gäbe es für die unabhängig gewordenen Sowjetrepubliken nach dem Zerfall der ehemaligen Sowjetunion eigentlich kaum eine richtig völkerrechtliche Begründung oder Rechtfertigung. Also das ist Quatsch. Also auch die Frage nach Grenzen. Da darf nicht zählen, was ist durch Krieg oder andere Formen von Unvernunft hier an Grenzen irgendwo gezogen, sondern man muss vernünftig sich fragen, gibt es vernünftige Gründe für Grenzen und wie sieht die dann aus und wo sollen diese Grenzen sein? Zum Beispiel könnte das, ich sag's mal einfach so, ein Selbstbestimmungsrecht von menschenrechtlich korrekt gebildeten Gruppen darstellen. Also wenn dann die Basken zum Beispiel sagen, sie wollen da eben ein eigenes Territorium haben, ja, warum denn nicht? Und so weiter. Aber ich deute nur schon mal an, also das nächste, was ich dann beantworten werde, ist nochmal, was der Yannick aus meiner Sicht schon völlig richtig gesagt hat, wie würden wir anders als die DDR, vielleicht sogar völlig ohne Waffen, einem feindlichen Land gegenübertreten, was kommen würde und sagen würde, wir wollen jetzt konkurrieren, wir wollen euch unterwerfen, wir bekämpfen euch jetzt mit Gewalt. Wechsel, beim nächsten Mal. Ja. Wechsel 2. Ja, ich verstehe das schon, dass man sagen kann, die nach dem Zerfall der Sowjetunion die neu entstandenen Grenzen wären ja dann nicht gültig, weil das verstößt ja gegen das Prinzip, die Grenzen so zu lassen, wie sie sind. Aber in dem Fall hat ja der Staat selber freiwillig die anderen entlassen und das ist ja eine Ausnahme, die wirklich genehmigt werden kann, ja? Und die kann er dann aber nicht mehr einfach rückschwingig machen, denn was geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist gestohlen, ne? Und was der Putin jetzt gerade macht, ist wiederholen und das ist dann wieder stehlen. Wechselwunsch. Ja, und von daher ist es also dann auch nochmal, für uns ist natürlich ein Staat eine Krankheit, gehört zu einer kapitalistischen Krankheit, aber warum soll unser Gemeinwohlland, das erste Gemeinwohlland, auch ein Staat sein? Ja, weil wir außenrum diese angriffslustigen kapitalistischen Staaten haben und da sozusagen pazifistische Bonobo, Savannen-Bonobo, Schenker-kommunistische Gruppenfamilien brauchen keine Staaten, weil es keine Kriege gibt und
keine Angriffe gibt, ja? Aber solange außenrum die Staaten noch angriffslustig sind und kapitalistisch automatisch angriffslustig sind, muss auch ein Gemeinwohlland noch ein Staat bleiben und sein, ja? Und Teil der NATO sein und so weiter, dort Verpflichtungen übernehmen. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Also erstmal, das mit dem der Staat macht freiwillig und er verschenkt dann ja was von seinem Land, ist auch völlig irrational, wenn wir annehmen, dass das gar nicht Ausdruck der Bevölkerung dann ist. Also es ist genauso unvernünftig, wie zu sagen, wir akzeptieren hier jetzt Grenzen als festgelegt, die durch Kriege und Willkür und Unvernunft entstanden sind. So darf man auch nicht sagen, es ist dann vernünftig, wenn irgendeine Willkürgruppe in einer Bevölkerung jetzt sagt, ja, jetzt verändern wir von innen die Grenzen. Da könnten die anderen, die sagen, wir wollen jetzt hier das Völkerrecht auf vernünftiger Basis gehandhabt sehen, können sagen, hier, das war wie eine Art innerer Putsch, ne? Vielleicht durch ausländische Agenten noch mit gefördert. Und wenn dadurch jetzt hier irgendwie Grenzen verändert oder aufgelöst wurden, protestieren wir und sagen, wollen wir nicht, sind wir nicht mit einverstanden, ist nicht im Sinne des Rechts. Macht doch Putin auch, wenn er sagt eben hier, dass das alles so quasi ausländische Agenten und NGO Machenschaften sind, die da den tollen Sowjetstaat dann kaputt machen wollen oder kaputt gemacht haben. Wechselwunsch. Also, wenn vernünftig, dann vernünftig. Und da stimme ich dir zu, dann sind Staaten Krebsgeschwüre, nämlich Herrschaftsgebilde, die ohne wirklich freie, vernünftige Zustimmung als Basis, als Ergebnis von Kriegen und willkürlicher Machtausübung hier irgendwelche territorialen Konstrukte gebildet haben. Völlig unvernünftig, müsste durch vernünftige Ersatzformen ersetzt werden. Und was das hier im Unterschied der Schenker zu DDR bedeutet, mache ich dann beim nächsten Beitrag. Ja, Wechsel 2. Ja, eben wie gesagt, auch das ist natürlich für uns nur die halbe Lösung, wenn man sagt, die Leute sollen die Basken sollen sozusagen abstimmen, dass sie hier in dem Gebiet sind wir die Mehrheit, also machen wir jetzt einen baskischen Staat, da haben wir immer noch einen Staat, weil an sich meine Zielvorstellung ist ja, dass die Erde überzogen ist von pazifistischen Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenfamilien und da braucht es keinen Staat. Ein Staat, wie gesagt, ist nur interessant, wenn es um militärische Angriffe geht. Ja? Denn dann ist der Indianerstamm viel zu schwach gegenüber solch einem großen militärischen Gebilde. Ne? Wechsel? Ja, das stimmt ja so auch nicht. Also sogar wenn wir es geschichtlich betrachten, gibt es bis heute aus der Frühzeit heraus, wo es schon ganz unterschiedliche Kulturen gab. Es gab Bonobo- oder Pazifismus-ähnliche Kulturen auch bei Menschen. Die Pygmäen in Afrika sind bis heute ein Beispiel für sowas. Und es gab radikal blutrünstige, kriegerische Stämme. Aber die Tatsache, dass bis heute auch diese Kulturunterschiedlichkeit in der Wirklichkeit sich gehalten hat, zeigt, da sind andere komplexe Mechanismen oder Wirkzusammenhänge, die wir nicht so einfach gleichbügeln können. Und ich veranschauliche mal die Möglichkeit so eines friedlichen, geschwisterlich teilenden, pazifistischen Volkes, ich sage jetzt bewusst Volk, nicht Staat, weil das wird dann keine fremdbestimmende Herrschaft mehr sein, sondern es wird eine gemeinsame Konsensbasis haben müssen, wenn es vernünftig sein soll. Und demokratisch vernünftig, also nicht eine Elite ist vernünftig und manipuliert die anderen, sondern die Vernunft wird von allen im Wesentlichen gewollt. Auch wenn die Dummen nicht die höchste Planung mitdenken können, so wollen sie, dass sie aber gedacht wird von denen, die dazu fähig sind. So, das wäre die Grundstruktur eines Schenkervolkes. So, was unterscheidet das jetzt von der DDR? Und wie könnte so ein Schenkervolk, wenn dann von außen ein blutrünstiges, diktatorisch geführtes Volk angestürmt kommt, mit all seinen Waffen, was könnte dieses pazifistische Schenkervolk sagen? Ist genauso wie mit den Aliens, die aus der Ferne kommen, ne? Wobei man bei den Aliens vielleicht eher hoffen kann, dass deren Vernunfthorizont auch schon reicht, um das Angebot oder die Argumente, die man ihnen dann sagt, kapieren zu können. Aber trotzdem, also das Schenkervolk wird sagen, liebe Leute, wir wollen hier das, was für alle, auch für euch langfristig, vernünftig, verantwortlich ist, was für alle so zum Guten führt. Und wir wollen auch gar nicht gegen euch konkurrieren, ne? Noch nicht mal wirtschaftlich. Wir können vielleicht Handel machen, wo es allen gut tut, beide Seiten dafür sind. Aber ansonsten ist es so, wir sind mit einem bescheidenen, natürlichen Leben, also Einklang zwischen uns und den natürlichen Lebensgrundlagen, sind wir glücklich und zufrieden. Und wir stehen
allen vernünftigen Entwicklungen um uns herum, auch bei anderen Völkern, überhaupt nicht im Wege. Wir sind dafür Ende. Und wir sind friedlich und liebevoll mit dabei. Ja, war schon einige Zeit zu Ende. Ich hatte ja gepiepst, ne? Ja, Jannik, du vielleicht gerade, oder ich grabe auch noch. Jannik, wenn du jetzt nichts hast, dann sage ich erst noch mal was. Dann Wechsel 2. Ja, also wie gesagt, von mir aus können wir heute ruhig auch ein bisschen früher Ende machen, weil ich doch sehr müde bin durch den heutigen harten Arbeitstag. Aber ich fasse noch mal zusammen, ja. Für uns ist es halt so, dass, wenn man die letzte Sendung nimmt und die heutige Sendung, eben, ich kann es nicht nachvollziehen. Also für mich werden halt einfach bestimmte Naturgesetzlichkeiten, die in uns Säugetieren stecken, einfach nicht genügend erfüllt und ihnen wird nicht genügend entsprochen mit dem Zukunftskonzept aller Alternativler, auch der Schenker, aber im Prinzip aller Alternativler nicht entsprochen, weil wir ja wirklich sagen, die Sparten, die am Niedergang eines Landes profitieren, sind die eigentliche Quelle aller alternativen Ideen. Und alle alternativen Ideen, und dadurch nehmen diese alternativen Ideen auch diese sich verteidigen können, auch ohne Waffen und so weiter, die nehmen alle aus unserer Sicht nicht Rücksicht auf die Realität, die leider grausam ist, nämlich dass sozusagen, solange wir hier auf der Erde noch einen einzigen kapitalistischen Staat haben, so lange muss man noch sich verteidigen können, ne? Und braucht man noch ein militärisches Bündnis oder irgend so etwas. Und genauso, solange es noch einen Staat auf der Erde gibt, der kein Gemeinwohlland ist, kann der Klimaschutz nicht funktionieren, weil dieser eine Staat, wenn alle anderen Staaten CO2-neutral wären, dann kann ein einziger Staat dann total billig zu habenden fossilen Energien massenweise aufkaufen und dadurch quasi für ein Appel und Ei Energie verwenden, dadurch einen wirtschaftlich riesigen Sprung nach vorne machen und dabei genauso viel CO2 ausstoßen, wie früher die ganze Welt zusammen ausgestoßen hat. Also das heißt, das sind alles so Dinge, wo wir Naturwissenschaftler sagen, ja, da werden bestimmte Realitäten nicht erfüllt und das führt zu dem großen Problem, dass alle alternativen Konzepte eigentlich immer nur scheiternde Dinge ansteuern, weil die Sparten, die vom Niedergang eines Landes leben, streuen ihre Zentralirrtümer aus, die sie auch glauben. Die Alternativler greifen diese Zentralirrtümer aus, versuchen Gesellschaftsexperimente und Zukunftsexperimente und die landen dann bei scheiternden Staaten wie DDR und so weiter, die eben auch militärisch wäre ja die DDR nach einiger Zeit nicht mehr verteidigungsfähig gewesen. Die war natürlich Teil des Bündnisses der Sowjetunion, aber sie wäre allein nicht mehr verteidigungsfähig gewesen. Ja, das heißt also, von mir aus können wir heute da vielleicht noch eine kurze Schlussrunde machen. Also ich finde es einfach so, ich kann es nicht verstehen. Für uns kommt nur ein Gemeinwohlland in Frage und diese Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde. Und jetzt kann ja der Jannik, wenn er will, nochmal direkt antworten und dann machen wir vielleicht noch eine kurze Schlussrunde, ne? Also, es ist so, dass bei dem Ansatz der Schenkerbewegung, wenn das dann auch richtig so praktiziert wird, kein Sozialarbeiter daran Geld verdient. Bei unserem Ansatz ist es so, da wird ja etwas, eine Alternative geschaffen, die, ich sehe jetzt nicht, dass da irgendeine Sparte von profitieren kann. Es sei denn, das wird eben nicht so gemacht. Also es sei denn, dass
irgendwie wird falsch verstanden vielleicht und dann landet jemand im Sozialsystem oder halt. Aber jetzt sage ich mal, unser Ansatz ist ja auch für jemanden, der im Sozialsystem ist, der holt denjenigen eher aus diesem Sozialsystem raus. Also wenn jetzt jemand auf Hartz IV oder in Betreuung ist und dann vielleicht noch eine psychische Erkrankung hat und da die Pharmaindustrie mitverdient und so weiter, dann ist es eigentlich eher so, dass durch den Kontakt zu uns und zu der Lebensweise der Schenker-Kommunen, anarcho-kommunistischen Lebensweise, dass dadurch eher derjenige da rauskommt, beziehungsweise dann diese Sparten eher ihren Profit verlieren und ihren Kunden eher verlieren. Naja, und ich sehe es halt sehr positiv in dem Sinne bei uns auch, als dass man direkt starten kann. Also wir, ich sag's mal jetzt mal so platt, also wir brauchen kein extra Land, was uns gekauft wird von Elon Musk, wo wir dann erst anfangen, wenn wir dann diese Bedingungen haben, sondern wir können sofort an unseren Standorten mit dieser Lebensweise anfangen und diese Lebensweise vorleben. Da sehe ich halt auch eine große Gefahr in Alternativkonzepten, dass immer oft sozusagen in die Zukunft gedacht wird. Wenn das und das erfüllt ist, dann können wir unser Alternativkonzept umsetzen. Wenn jetzt hier Elon Musk uns da jetzt ein Land kauft, dann kann es erst losgehen und dass das sozusagen auch vielleicht so eine Art von Vermeidungsverhalten der Menschen sein kann, die sich sozusagen nicht trauen, da tiefgreifende Schritte oder Veränderungsschritte in dem eigenen Leben anzugehen, sondern immer sozusagen sich an so einer Utopie oder so einer Zukunft laden vielleicht da nicht so richtig aus dem Quark kommt, wenn man das mal so sagen darf. Ja, und dann gehe ich gerne ab in die Runde. So, dann machen wir doch noch eine kurze Schlussrunde. Und Wechsel 2 ganz kurz dazu, ja, also bei uns gibt es schon auch die Sofortlösung. Zum Beispiel heute diese Frau, deswegen hatte ich das vorhin ja auch erwähnt, wäre die erste Frau gewesen, die mit der man wirklich sofort das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes starten kann. Also unsere Sofortlösung ist das Botschaftsgelände, nur dass die bisherigen 60 Bewerber und Bewerberinnen, die angerufen haben auf Annoncen, eine solche Katastrophe waren, dass die eben, wie gesagt, unseren Einbürgerungstest gar nicht bestehen konnten, während diese Frau in einem anderthalbstündigen Gespräch quasi schon fast diesen Einbürgerungstest schon fast bestanden hat. Also das war ja das Erfreuliche heute, dass es diese Menschen noch gibt, die wirklich geeignet sind für auch unser Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes. Und das ist ja unsere Sofortlösung. Aber ich mache nur mal ein Beispiel. Immer der Gedanke, dass das Schenker-Konzept nicht den Sparten, die vom Niedergang eines Landes leben, dienen könnte. Ich mache mal nur ein Beispiel. Und wenn jemand rausgeht aus Hartz IV, gut, dann gibt es eben in dem Moment weniger Kunden für das Arbeitsamt. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder mehr Kunden für das Arbeitsamt, denn diese Leute würden dann wieder zum Beispiel vom Containern leben oder von Foodsharing oder von Tafeln leben oder sonst wie leben. Denn die seltensten würden jetzt ja in Wälder gehen und dann die Wälder beschädigen. Aber auch dann, wenn sie das tun würden, es kann dann sein, dass die besten Nahrungsfirmen aus Deutschland abwandern, weil sie sagen, wir werden hier moralisch von den Sozialsparten so sehr genötigt, kostenlos Nahrung abzugeben, dass es sich nicht mehr rechnet in Deutschland. Wir lieber in andere Länder gehen. Dadurch entstehen viele Arbeitslosenplätze und dann hat das Arbeitsamt
am Ende doch wieder mehr Arbeitslose. Genauso auch mit dem, dass wenn die, es kann ja sein, dass die Waldbesitzer dann abwenden, wenn sie sagen, es wird hier in Deutschland nicht richtig durchgegriffen, die Leute hausen in unseren Wäldern, das führt zu den und den teuren Schäden und so weiter. Und deswegen wandere ich ab und werde Unternehmer im Ausland irgendwo. Und dann entstehen da wieder Probleme wirtschaftlicher Art. Also das heißt, wenn man wirklich zu Ende denkt, dann bleiben Ideen, die falsch sind, immer noch ruinös für die zukünftige Entwicklung dieses Landes. Und das sind wir halt, bin ich halt überzeugt, dass wir das jeweils immer aufzeigen können. So, erstmal Wechsel. Schlussrunde. Ja, Wechsel 1. Also auch das, was du geschrieben hast, Dylan, wenn die Leute hingehen und wir nehmen Leute auf in unsere Schenkergemeinschaft, die dann kein Hartz IV mehr beziehen. Eine Sparte ist geschädigt. Wenn die hingehen und containern, machen das auf die Weise, dass sie da aus dem Mülleimer was rausziehen, wird kein Unternehmen mit genötigt in dem Sinne, verliert nichts, was sie sonst noch verkaufen würden. Wechselwunsch. Eine Sparte wird geschädigt. Wenn wir hingehen und gehen in den Wald und leben im Wald so harmonisch, dass da auch kein Waldarbeiter mehr zusätzlich beschäftigt wird und so weiter, wird eine Sparte geschädigt. Und wenn die Leute dann schreien, das klappt alles nicht mehr mit unserem Spartenwirtschaften hier, wir wandern ins Ausland, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass die Schenker-Logik sich gegen die Spartenlogik durchsetzt immer mehr und die anderen Leute wandern ins Ausland, um weiter ihre Spartenlogik verfolgen zu können. Okay. Ja, aber das Wechsel 2, das zeigt mir halt eben, dass das Ganze eben total unrealistisch ist. Ich habe es selbst ja geschildert und das ist eben absolute Wahrheit. Ich habe früher in die Läden jeden Tag 3 bis 4 Euro getragen und jetzt trage ich 0 Euro. Das heißt, im Moment machten Aldi und Alnatura schon allein an mir riesige Verluste. Und wenn man das über Millionen Menschen denkt, ich war gerade wieder vorhin beim Foodsharing, es gab wieder Tonnen von herrlichsten Nahrung geschenkt, ja, und man drängt uns die regelrecht auf und so weiter und meint es ja dabei auch gut. Also der Schaden, dass irgendwann Nahrungsunternehmen Deutschland verlassen, weil sie diesen Schaden nicht mehr bereit sind zu tragen, das ist aus meiner Sicht zwangsläufig. Wechsel. Ja, Wechsel 1 wäre auch nicht erforderlich, also zumindest nicht durch die Schenker. Denn guck mal, wenn da jetzt Leute sind, die sonst einkaufen gehen würden, dann kriegen sie von der Tafel die Sachen, die den Unternehmen abgenötigt wurden, um sie da geschenkt zu verteilen. Und die Leute gehen dann hin und führen ein Parasitenleben. Ne? Gehen nach Hause, gucken nur noch Fernsehen, ne? Und gehen dann nicht mal mehr einkaufen, weil brauchen sie ja nicht mehr. Da könnte das der Biohändler, sage ich jetzt mal, sagen, oh, das schädigt mich. Wenn da Schenker sind, sogar wenn die zum Teil was kriegen von den Tafeln und sie gehen hin und sagen, wir versuchen neue wirtschaftliche Strukturen für Bioproduktion und Versorgung der Bevölkerung aufzubauen. Also ich kenne zumindest viele Biohändler, die sind eigentlich auch Idealisten und würden sich auch wünschen, dass sie ihren Kommerz da nicht mehr bräuchten für eine Versorgung der Bevölkerung mit Bio-Lebensmitteln. Die könnten sagen, wow, ihr Schenker geht vorwärts in der Richtung, die wir eigentlich auch von Herzen uns ersehnen. Ihr schädigt uns nicht, auch wenn das Kommerzielle bei uns immer mehr unnötig ist und wegfällt, immer besser wird. Ja, ist doch toll, ne? Wir freuen uns mit, könnten die sagen. Ja, Yannick, dein Schlusswort jetzt auch nochmal. Ja, also ich sehe da kein Problem. Ich sehe dann, dass da ganzheitlich betrachtet die kapitalistischen Sparten Geschichten durch die Schenker-Logik nicht gefördert werden. Ja, insofern halte ich das für eine gute Lösungsstrategie und wüsste zurzeit auch nichts argumentativ Besseres, wobei wir dann natürlich immer offen sind, wenn uns jemand sagt, ja, ihr irrt euch, wir haben was Besseres als, was Gemeinwohlförderlicheres als eure Schenker-Logik, dann können wir auf jeden Fall Hurra rufen, weil wir ja auch danach streben wollen. Genau.
Ja, und dann das soweit. Und wenn ich jetzt nichts weiter sage, wünsche ich uns eine gute Zeit. Ja, Öffi, deine Zeit ist an sich zu Ende, aber vielleicht noch ein ganz kurzer Abschlusssatz, bevor ich meinen Abschlusssatz noch sage für heute. Ja, gern. Ne? Also meine Hoffnung, dass alle sinnvollen Konzepte für den Weg zu weniger Schädlichkeit und mehr Verantwortlichkeit sich harmonisch verbinden mögen und man damit so experimentiert, dass man dann in der Praxis sieht, was die beste Wirksamkeit kriegen kann. Ja, also mein Schlusswort ist halt, dass ich nach wie vor es nicht anders sehen kann, als dass alle Alternativkonzepte, die ich kenne von der Welt, alle letztendlich immer wieder für mich nur dann eine Logik ergeben, wenn ich sie als verstehe von den Zentralirrtümern derjenigen Sparten, die vom Niedergang von Ländern profitieren, dass diese Ideen also immer wieder dazu führen, wenn man aus einem alternativen Konzept ein Zukunftsmodell, ein Landesmodell, ein Staatsmodell, ein Lebensmodell macht, dass das immer irgendwo zum Niedergang führt. Und ich nach wie vor, also in allen Alternativkonzepten dieser Welt, nur Konzepte der Verschlimmbesserung sehen kann. Aber weitere Diskussion nächsten Samstag, ne? Ja, so viel vielleicht für heute. Und dann machen wir einfach nächste Woche weiter, wo ich dann vielleicht ein bisschen weniger überanstrengt bin durch den Arbeitstag, der heute besonders hart war insgesamt. Ja, alles klar, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao, alles ciao. Klar.